So, nun pflück den Bärenbusch ab und koch daraus was. Du hast Geschirr, also kommt da was bei rum. Und so weit hast du es nicht zum Jäger. Der hat genug Nahrung. Du musst einfach nur hier die Linie durchgehen. Dann würde nämlich wahrscheinlich auch unser Goldschmied besser arbeiten. Ich finde es furchtbar, dass sie sich immer erst stundenlang ihre Haare richten müssen, bevor sie von dem Bärenstrauch sich die Nahrung holen. Na also. Ja, ich weiß, Kaltschuss ist ein altes Spiel, aber auch alte Spiele haben so allerhand Problemchen. Oh, wir haben kein Leben mehr im Hauptlager. Hm, ist ja auch nicht so tragisch jetzt. Wichtig ist, dass wir jede Menge Leder eingelagert kriegen. So, du hast viel Nahrung. Gemacht, sehr gut. Oh, und hier wird schon Eisen jetzt abgebaut. Das heißt, er hat das, was man einfach so einsammeln kann, schon alles geholt. Höchstwahrscheinlich. Ja, du bist hungrig. In eurem Haus gibt's was zu essen. Geh und hol es dir. Ich würde es ja bevorzugen, wenn du jetzt wieder Nahrung holen und kochen würdest. Weil der hatte Hunger. Ja, und da wir nach dem Tempel eh erstmal ein bisschen warten müssten. Bauen wir mal eine Straße. Hierhin. So. Das ist eine lange Straße, die braucht eine Weile zum Bauen. Allerdings ist halt die Anbindung zwischen unseren beiden Lagern schneller. So, du hattest Hunger. Gut. Habe ich nichts dagegen. Jetzt solltest du mal kochen gehen.
So, unser Töpfer hat die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, er kann jetzt wieder Steinmetz sein. Oh, sag bloß, sie geht jetzt zum Jäger und holt Nahrung. Ja, und der macht das Leder leer. Oh, du musst beten. Ja, gut. So, du kannst jetzt Eisenschmelzer sein. Ja, und du mach erstmal die Bogenschnitzerei mit Holz voll, ehe du dann Bögen herstellst. So, du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. Du auch? Auch gut. Ja, unser Dorf läuft einwandfrei. Eisen wird jetzt auch endlich eingeschmolzen. Sie hat Nahrung geholt. Na, die sollte es wirklich als das Wichtigste ansehen, die Familienhäuser irgendwie an die Nahrungsversorger anzubinden. Ja, Stein wird hier langsam etwas weniger, ist aber auch nicht so schlimm. Ich sehe noch mehr als genug Steine. Auch hier. So, unser Tempel ist fertig. Du kannst trainiert werden. Das heißt, sobald du die nächsten Pilze abgegeben hast, wirst du mal Öl herstellen. Solange bis du keine Pilze mehr hast, erstmal. So, du machst deine Arbeit, das ist gut. Du machst auch deine Arbeit. Ach ja, du. Jawel, hört. Jawel. Ach, du bist hungrig und müde. Entschuldigung. Okay, die fangen an, die Straße zu bauen. Das heißt, ich werde als nächstes eine Straße hier hinten durchziehen müssen. Ah.
Ja, du brauchst auch jeweils ein Eisen. Pro Durchgang. Pro 10%. Also ein Arbeitsdurchgang pro 10%. So wie der Goldschmied. Ja. Hey, das erste Öl ist hergestellt worden. Er trägt einen Pilz. Wenn er sammelt, trägt er ganze Körbe. Mit der Tempel sieht auch recht lustig aus mit dem riesigen Steinklops obendrauf. Odin soll das nicht sein, er hat nämlich zwei Augen. Und Thor auch nicht, weil der hat kein Schwert eigentlich. Da ist wieder jemand erfahren und kann trainiert werden. Oh, er baut jetzt die Straße von oben. Das ist gut, so ist er ein bisschen schneller. Ja, die beiden werden halt noch ein bisschen brauchen. Du suchst wieder etwas Gesellschaft, anstatt dass du wieder etwas kochst. Aber ja, okay. Dich werde ich auf jeden Fall gleich mal zum Schuster wieder machen, weil wir brauchen Schuhe. Es sind nur noch 5 Paar da. Ja, Bogenschnitzerei steht schon lange leer. Ich glaube, so ab der nächsten Aufnahmesession können wir den Speedboost dann reinhauen. Naja, früher denke ich mal nicht, dass wir das sollten. Vor allem, da die Aufnahmesession eh gleich wiederum ist. Ja, jetzt fehlt hier halt Kaserne und ein Familienhaus. Zwei Familienhaus. Und ja, da sind wir größtenteils fertig. Da fehlt halt nur noch die Eisenwaffenproduktion. Die gehen wir dann aber auch erst in der nächsten Aufnahmesession an. Weil unser Eisenschmelzer wird eh eine Weile brauchen. Oh, sehr schön. Öl wird bereits benutzt in den wichtigeren Gebäuden. Ja.
Dann würde ich mal sagen, passt das hier gerade für einen Save. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.